Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat jetzt einen Entscheid zum Genderstern getroffen. Der Entscheid ist zwar positiv, aber willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Ja, der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich mit der Frage befasst, ob der Genderstern amtlich werden soll. Gendergerechte Sprache soll inklusiv sein, also alle mit einschließen, Männer, Frauen und alle, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen. Vergangene Woche wurde der Entscheid bekannt und es gab ein Nein. Wie die FAZ schreibt, wird der Genderstern bis auf Weiteres nicht in das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache aufgenommen. Der Grund sei, man wolle sich an der Lesbarkeit und Verständlichkeit orientieren. Ziel sei es, einem unkontrollierten Nebeneinander unterschiedlichster Variantenschreibungen entgegenzuwirken und die Einheitlichkeit der Rechtschreibung in allen deutschsprachigen Ländern zu erhalten. Ja, das ist jetzt keine allzu große Überraschung. Journalisten, Professoren, Universitäten, Publizisten, sie benutzen zwar alle Gendersprache. Auch Unternehmen beugen sich vermehrt dem Druck, der von den Genderverfechtern aufgebaut wird, und erstellen Leitfäden für ihre Mitarbeiter, wie neulich zum Beispiel der Autohersteller Audi. Aber die Mehrheit der Gesellschaft lehnt Gendern auch nach der 4059. Umfrage ab. Ja, wenn eine Firma ihren Mitarbeitern die Nutzung des Gender-Innen-Gaps empfiehlt, ist das kein Weltuntergang. Zu einem Problem wird es aber dann, wenn man es verpflichtend einführt, wie es eben vermehrt der Fall ist. In verschiedenen deutschen Städten schreiben Verwaltungsanordnungen ihren Mitarbeitern gegenderte Kommunikation vor. Universitäten nehmen Arbeiten von Studenten nicht entgegen, die nicht gendersensibel verfasst sind. In der Schweiz hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, als eine Gemeinderätin in einem politischen Vorstoß von Besetzern geschrieben hat, statt die Begriffe Besetzerinnen und Besetzer oder Besetzende zu verwenden. Ja, der Rat hatte den Vorstoß zurückgewiesen, weil er die gendergerechten Anforderungen nicht erfülle. Sie hat aber vom Bezirksrat später Recht bekommen. Es gibt einige Gründe, das Gendern abzulehnen. Ich zähle die meiner Meinung nach fünf wichtigsten mal auf. Erstens, das generische Maskulin schließt alle mit ein. Wenn von Ärzten gesprochen wird, sind auch Ärztinnen mit gemeint. Und bei dem Wort Ärzte denken die allermeisten Menschen auf dieser Welt an Männer und an Frauen. Bei der Gendersprache geht es ja auch um Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Mädchen und Frauen fühlen sich beim generischen Maskulin nicht ausgeschlossen oder abgewertet, wie uns von den Befürwortern gerne eingeredet wird. Sie denken nicht, dass die Welt nur aus Männern besteht und sie keine Ingenieurinnen, Astronautinnen oder Politikerinnen werden können. Also ich habe das nie gedacht und ich kenne ganz viele Frauen, die genauso denken. Nur haben viele halt in der Öffentlichkeit keine große Plattform oder keine laute Stimme. Ja, und ich finde, dort, also beim Selbstvertrauen, könnte man ja auch mal ansetzen. Also beim Selbstvertrauen jener Menschen, die sich beim generischen Maskulin eben abgewertet fühlen. Beim generischen Maskulin sind übrigens auch Menschen mitgemeint, die sich keinem binären Geschlecht, also Mann oder Frau, zuordnen. Punkt 2. Grammatikalisch ist Gendersprache nicht korrekt. So sind Nörgelnde nicht dasselbe wie ewige Nörgler. Turnende sind nicht dasselbe wie Turner. Das Partizip 1 steht für Gleichzeitigkeit. Ein Nörgelnder empört sich in dem Moment. Ein Turnender ist gerade jetzt am Turnen. Ja, und zu Fuß gehende ist genauso Humbug. Lustig ist auch die willkürliche Anwendung von PopulistInnen oder VerbrecherInnen habe ich noch nie gelesen. Drittens, Sprache ist das wichtigste Kommunikationsinstrument und sollte für alle einfach verständlich und anwendbar sein. Die aktivistisch geschulten Genderverfechter aus Medien, Kultur und Politelite scheinen das in ihrem Einsatz für Gerechtigkeit zu übersehen oder es ist ihnen egal. Ja, und sie machen sich gerne lustig darüber in den sozialen Medien, dass das vielleicht mit der eigenen Dummheit zu tun haben könnte, einen gegenderten Text schwerer verständlich zu finden. Gendersprache verkompliziert unsere Sprache und eigentlich sollte es bei einer Veränderung ja genau umgekehrt sein. Es schafft viele neue Unsicherheiten, ja vielleicht nicht bei den Medienleuten, den Professoren und Politikern, also beim Establishment, aber vielleicht gerade bei Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die keine 2 Masterabschlüsse haben. Ja, und da setzt auch der Entscheid des Rats für deutsche Rechtschreibung den Schwerpunkt Lesbarkeit und Verständlichkeit. Das ist essentiell im Umgang miteinander.
Viertens, Sprache entwickelt sich, sie ist stetem Wandel ausgesetzt, auch ihre Ausdrucksform. Der Wandel geschieht aber auf natürliche Weise. Dazu benötigt es keine künstliche Verordnung oder Empfehlung von oben an die da unten, die das eben ablehnen, seit Jahren, in unzähligen Umfragen. Und ich kenne jetzt auch niemanden auf der ganzen Welt, der so spricht, also mit einer künstlichen Sprechpause. Das habe ich bis jetzt erst bei ModeratorInnen im ZDF oder bei der ARD gesehen. Diese sprachlichen Veränderungen wurden besonders stark in den vergangenen so 2-3 Jahren gepusht. Man will das jetzt geändert haben. Aber so funktioniert das nicht. Falls es überhaupt je auf gesamtgesellschaftliche Akzeptanz stößt, geschieht das höchstens über einen langen Zeitraum hinweg. Fünftens, man argumentiert ja, dass Sprache das Denken beeinflusse und wenn wir anders sprechen, dann würden wir auch anders handeln, also besser, eben alle mit einschließen. Und so könnte eine gerechtere Welt entstehen. Nein. Menschen respektvoll zu begegnen, hat nichts mit Sternchen zu tun. Gendern bringt nicht mehr soziale Gerechtigkeit. In einer früheren Welt hieß Diskriminierung einmal, eine Person und meist mit Absicht zu diskriminieren oder beleidigen, sie anders zu behandeln als die anderen. Heute, so geht ein Teil der identitätspolitischen Ideologie, die hinter den Gendern steckt, macht man sich der Diskriminierung und Beleidigung nur schon schuldig, wenn man zum Beispiel diese neue Sprache nicht benutzt. Oder wenn man vernünftige Argumente über subjektive Befindlichkeiten stellt, weil nicht persönliche Betroffenheit über Gut und Böse entscheidet, sondern viel eher die in Jahrhunderten entstandene und ausgehandelte Übereinkunft der Gesellschaft. Oder man macht sich schuldig, weil man einer Ideologie wie der Identitätspolitik nicht folgt, die beansprucht zu wissen, was richtig ist und was falsch. Ja, und die Aggressivität und Selbstgerechtigkeit, mit der ein Sprachwandel erzwungen werden soll, lässt oft gar keine Debatte mehr zu. Menschen, die Gendersprache ablehnen, werden als dumm, männlich, weiß, rechts und rechtspopulist beschimpft. Von jenen, die sich als tolerant, offen und sensibel bezeichnen. Ja, und trotz all dieser Gründe halte ich ein Verbot der Gendersprache nicht für die richtige Lösung. Aus meinem liberalen Blickwinkel heraus ist ein Verbot nicht vertretbar, weil man Menschen nicht verbieten kann und soll, ihre Vorstellungen oder ihren persönlichen Beitrag zu leisten für eine Welt mit mehr Fairness und Respekt einzustehen. Wir sind Individuen und jeder geht mit empfundenen Ungerechtigkeiten anders um. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass eine uneinheitliche Sprache, wo jeder schreibt und spricht, wie es ihm gerade gefällt, Komplikationen mit sich bringen kann. Aber mit einem Gendersprachverbot würde man ja auch wieder in die individuelle Freiheit des Einzelnen eingreifen. Ja, und darum wäre das für mich auch illiberal. Wer gendergerechte Sprache benutzen will, wer meint, sich so für eine bessere Welt einzusetzen oder damit seine moralische Beschaffenheit zu demonstrieren, soll das tun dürfen. Es ist ein freier Entscheid. Aber umgekehrt sollte es auch der freie Entscheid jedes Einzelnen sein und bleiben, sie nicht zu benutzen. Und zwar ohne dafür angefeindet oder stigmatisiert zu werden. Ja, und bei all dem sollte man hier die drei Wörtchen bis auf Weiteres nicht übersehen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung will zunächst weiter beobachten. Das lässt natürlich alle Türen weit offen, sich in einigen Monaten oder in einem Jahr anders zu positionieren. Denn man hat den Genderstern hier ja aus sprachlicher Sicht angeschaut und bewertet. Es gibt aber noch die emotionale Seite der Gendervertreter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man bald diesen Rat, einen alte weiße Männerclub, schimpft, der soziale Gerechtigkeit verhindern will. Ja, und unter diesem Vorwurf sind in den vergangenen Jahren schon einige eingeknickt. Also abwarten bis auf Weiteres. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.